Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte nach irgendwo in Thüringen. Entschuldigung. Wir sehen aktuell Sonnenblumen aus in einem Viererverband mit vier Faktoren auf einem Feld. Hoffen dadurch, dass wir das schnell fertig bekommen. Nebenbei wird noch gedüngt auf Feld 12 und Feld 49, glaube ich. Ja. Die 48 muss noch gemacht werden, die 60 muss noch gemacht werden. Ich sehe erst schon rum, der zweite schon rum. Nur er hängt hinterher. Wir haben eine Arbeitsweite von 15 Metern. Das habe ich auch so gelassen. Ich habe es nicht kleiner gemacht bei Crossplay. Denk mal, bei der Aussaat wäre das nicht dramatisch. Beim Grasmähen und Grasschwatten ist das schon ein Verbandenproblem. Aber man muss es dann separat ein bisschen justieren, dass der entsprechend auf den Schwatt kriegt. Beim Ballenpressen. Das funktioniert mit 18 km/h, ist gut. Jetzt gehen wir ganz kurz, schauen wir mal. Welchen Modus habe ich eingestellt? Aber er fährt ganz gut die Kurve, man muss sagen. Ah, das ist der dritte im Bunde, den ich losgeschickt hatte. Das ist der Düngerstreuer. Zug. Ich glaube, der wartet. Weil wegen Verband. Also hier wäre es ganz blöd zu speichern und aufzuhören und von vorne zu fangen. Das wird man nie wieder hinkriegen, dass das wieder so funktioniert. Nur wenn man von Anfang an das so macht, wie ich das gemacht habe, dann klappt das auch. Wieso fahren jetzt so drei? Ist der vierte nicht aktiviert? Das könnte sein. Der ist es. Das ist nämlich ganz wichtig. Denn sobald die sich gegenseitig stören, ist es ungünstig. Quatsch. Da sie ja Vorgewende fahren, jeder einmal, glaube ich, haben wir eine Vorgewende von 4 Runden. Was im Prinzip eigentlich ein Vorteil ist. Aber wie man jetzt sieht, ist hochbrisant jetzt, ist, dass die sie nicht im Wege sind jetzt. Ne? Sich keiner jetzt im Prinzip stört. Ah, der hält an, das passt. Nur daran denken, dass Crossplay immer noch in der Beta-Phase ist. Aber mit einem Jahreszeitenmod ist das Problem, dass du ziemlich schnell die Aussaat erledigen musst. Das ist im Grunde, man hat ja irgendwo noch nie Zeit, nicht lange rumzuscheißen an so einem Acker mit einem Fahrzeug, wo du praktisch einen halben Tag brauchst. Wenn du jetzt mehrere Felder hast,
von der Größe, da musst du entsprechend schnell durchziehen. Und das versuchen wir jetzt hier. Da ist es ganz wichtig, dass man im Verband achtet, dass er einer von anderen im Prinzip weiß, wo er ist. Dadurch verhindern wir eigentlich, dass im Prinzip sich die Fahrzeuge über den Haufen fahren. So sollte es sein normalerweise. Aber das klappt, man muss darauf achten, dass die ersten Fahrzeuge eins links, zwei links, der dritte eins rechts und der vierte eins rechts steht. Bei vier. Ich denke mal, vier Fahrzeuge schon ganz gut. Das soll ja nun bald fertig werden. Fast die ganze Folge. Aber wie gesagt, hier, nicht jeder Traktor kommt mit klar. Ne? Also mit dem Raupenbetrieb kommt damit nicht klar. Erstaunlicherweise, weiß nicht warum. Aber es könnte an der Lenkung liegen, dass die Steuerung dann nicht so funktioniert. Müsste bald der vierte kommen. Und so werden wir auch dreschen mit dem mit den drei oder vier Fahrzeugen. Den vierten soll ich noch kaufen. Aber ich tendiere dazu, dass ich da auch noch den anderen verkaufen werde. Den John Deere und den noch einen Fendt zu kaufen werde. Also die Linie ist eine Markierung mittig. Von denen werden entsprechend die Fahrzeuge entweder zwar links oder zwar rechts fahren. Ich meine, besser wäre es gewesen, wenn die Fahrzeuge zeitgleich losgefahren wären, weil dazu sehe, dass es jetzt Unfall fast vorprogrammiert. Also ich hoffe, dass es gut geht. Muss ich eingreifen? Der hat sich nicht erkannt. Motor auf richtigen Spur bringen. Und ein bisschen beeilen, wenn er um mich wendet. Und ein bisschen Gas geben und dann nächstes schon wieder. Das Problem wäre nicht da gewesen, wenn die vier Fahrzeuge kurz ineinander gefahren wären. Der hat sich das Problem gar nicht gegeben. So. Einer hat durchdrehende Reifen, das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht kam er aus dem Kurs.
So, das ist schwierig, den ersten Punkt zu finden, ne? Das war der erste Traktor. So. Das wäre nämlich sau blöd, wenn er jetzt der andere genau das gleiche machen würde. Na, der kam deswegen durcheinander, weil der andere so dämlich war. Wir fahren immer sicherheitshalber nicht mit. Natürlich könnte ich jetzt die Bäume auch alle wegfräsen. Warum will ich jetzt unbedingt erst mal ausfahren? Ah, jetzt geht das in den Griff. Gut. Teilweise sieht er so viel aus. Das klappt schon mal. Jetzt geht's zum ersten hin. Das sollte keine Probleme geben. Also der Deutsch macht gute Arbeit. Sieht schön mistig aus. Also auf Feld 12. Löschen mal. Ja, das klappt aber auch schon. Da kann man nicht meckern. Runde müsste einer noch. Ach, der fährt selber hoch. Ach so. Ganz einfach. Einer ist fertig. Das war der Steuer, denke ich mal. Dann werden wir ihn mal gleich auf die auf dem Nachbarfeld schicken. Jetzt quer durch den Busch. So, alten löschen. Kurs generieren. 48. Gegenwärtiger Feldkurs. Ersten Wegpunkt ist wichtig, dass er nicht sonst nimmt er ganz gerne einen anderen Wegpunkt. Ne? Also am Anfang ist der erste Wegpunkt eigentlich die erste Option. Nur zwischendurch, wenn wir anhalten müssen und den Kursbefahrer entlassen müssen, dann ist es notwendig, dass man da entsprechend eine andere Option wählt. Sonst geht es von vorn los. So, wie sieht's aus, düngermäßig? 49 ist fertig von Düngen. Dann müssen wir auch 60 noch, da ist Stufe 2. Ja.
ist der auch fertig. Das ist gut. Da wollen wir den gleich auffüllen. Und zu 60 schicken. Hoffen wir mal, dass es so wenig Lohnzahlung bei 6 Fahrzeugen wundert mir. Wo die Stunde war nicht voll, das kann auch sein. So, ein bisschen Dünger. Oh, sieht besser aus. Müssen wir gleich morgen, am nächsten Tag, wenn es nochmal gewachsen ist, normal düngen. Die 12 und die 60. Und dann wahrscheinlich auf die 38. So. Ach so. C. Von innen wollte ich sehen. Die Innenansicht ist immer ein bisschen besser. Weil die Bäume schön grün sind, da kann man allen von der Straße aus den besseren Überblick haben. Ich glaube, Blinker geht nicht. Ist ja auch nicht so tragisch, ne? So, da haben wir es. Unser Raps. Alten Kurs löschen und neu generieren. 60, Fahrgewende 2. Brauche ein bisschen zu. Einsteuern. So. Das ist der letztere, glaube ich. Jups. So ist es perfekt, weil so kann sich keiner stören, ne? Jetzt sehen wir mal alt beim Start relativ schnell sein, ne? Und da die Jungs schnell losschicken. Am besten man Kurs kopieren, einstellen und dann zum Schluss nur noch starten lassen und dann gleich rausspringen, nächsten Traktor auch starten lassen, man das vorher einstellt und dann erst losschickt. Natürlich ist so ein Acker, wenn er größer ist, klar ein Vorteil, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen, ist dann geringer. Ne? Natürlich darf kein Traktor dann aus der Reihe fallen und nicht funktionieren. Ne? Was der mit der Raupe ja gemacht hat, er fuhr einfach in die andere Richtung. Das ist schlecht. Gepflanzt 33%, Sonnenblumen, Fläche 38 Hektar. Das andere muss ja Dings sein hier, die 84 muss ja Dings sein hier, die Ränder und so. Brachland war vorher. So, laut schon fast fertig. Wahnsinn, was ist da für eine Ecke? Gut. Das ist nicht so schlimm. So.
können wir gleich noch einen Drescher kaufen. Garage. Den werden wir verkaufen. Den euch was wert. Aber man muss sich ärgern, ne? So, liebe Frau Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, auf Wiedersehen. Dann seid mal Tschüss und bin gewickelt. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.